Mein Name ist Daniel Dörfmeister, ich bin 25 Jahre alt, bin an der Mittelschule Wallerfing 2012 aus der Schule gekommen und bin aktuell selbstständiger Landwirt. Früher auf dem elterlichen Betrieb habe ich schon immer so kleine Projekte gehabt mit Salatanbau und Spargelanbau etc. Und irgendwann bin ich halt dann auf den Obstbau gekommen und speziell auf den Apfelanbau und habe dann mit Reisbaum, 100 Bäumen gepflanzt und irgendwann nach der Ausbildung, also 2017, war aber klar, entweder man macht es jetzt vernünftig oder eben nicht. Und ich wollte ja immer schon einen elterlichen Betrieb weitermachen. Und somit haben wir dann 2018 neben der anderen Arbeit, wie gesagt, die erste größere Apfelplantage mit 2300 Bäumen gepflanzt. Das Jahr davor war ich halt noch einen Tag in der Woche in deren Beispiel für Obstbau in Dolkenhofen. Die haben mir da so eine Tagesstelle angeboten, die halt relativ gut kombinierbar mit meinem Außendienstjob war. Und so haben wir das geplant und dann halt gemacht. Das Schönste war einerseits, dass man mit seinen Lehrern einfach auch normal reden kann. Also das ist jetzt nicht so übermäßig hochgestochen. Es ist aber auch so, dass die Lehrer die dadurch viel besser motivieren können, weil du einfach einen näheren Bezug hast zu den Klassenlehrern oder auch zu den anderen Lehrern. Und was halt schon für mich auch ganz interessant war, du hast halt die Möglichkeit, dass du eminent viel Praktika machst. Und ich habe da wirklich viel gemacht und eben auch gemerkt, was mir überhaupt nicht gefällt und was mir gefällt. Zwischendrin war es dann schon einmal turbulent, weil dann eben Apfelplantage, du hast keinen Nachbarn, wo du fragen kannst, wie funktioniert was. Aber das macht es halt auch interessant, wenn man was macht, was kein anderer macht. Und, also bei uns zumindest kein anderer macht. Und dann eben IHK-Verkaufsberater, gleich parallel dazu über Winterschule Landwirtschaftslehrer, ist dann schon ein wenig viel geworden, aber hat funktioniert und mittlerweile bin jetzt seit eineinhalb Monaten komplett selbstständig mit dem, was ich mache. Und es sind auch viele dazugekommen, und, aber so ist der Traum eigentlich. Nach meiner Ausbildung habe ich ebenfalls für John Deere in den Außendienst gewechselt, habe dann ein eigenes Verkaufsgebiet gehabt, das ich zum Betreuen gehabt habe und habe da im Endeffekt versucht, Landmaschinen, egal ob Schlepper oder Anbaugeräte, an den Mann zu bringen. Und daraufhin habe ich noch einen IHK-Verkaufsberater draufgehängt, um das einfach noch mal ein bisschen zu verfeinern. Man muss in der Schule nicht unbedingt der super Beste sein. Man muss einfach einen Traum haben, ein Ziel haben und nicht vielleicht immer so Dinge wie die anderen alle denken. Und wenn man das, glaube ich, tut, dann kann man schon was aus sich machen.